Moin Leute, euer Matome von Zimtstern LP hier. Da ich mir vorstellen könnte, dass der eine oder andere das Spiel Ruse vielleicht noch nicht kennt, würde ich das gerne ein bisschen vorstellen. Und zwar, Ruse ist ein Echtzeitstrategiespiel, das zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielt. Man muss dafür sorgen, dass man über Nachschubdepots und Verwaltungsgebäude genug Nachschub bekommt. Nachschub, es gibt leider nur, oder was heißt leider, es gibt in diesem Spiel eine Art Nachschub. Nämlich Geld. Einheit ist Dollar in dem Fall. Nicht unbedingt sind das US-Dollar oder so irgendwie spezielle Dollars, sondern es sind einfach irgendwelche Dollars. Aber das soll auch gar nicht Thema sein, sondern es geht halt darum, dann die richtigen Einheiten gegen die Einheiten des Gegners auf dem Feld zu haben. Und diese auch noch richtig zu micromanagen, wobei da es da im Vergleich zu anderen Spielen wenig gibt. Außerdem, ganz wichtig, Aufklärung. Aber dazu komme ich dann im Spiel. Ich habe jetzt einfach mal hier eine KI auf Schildkröte gestellt. Ich kann nochmal gerade die Schwierigkeit auf Mittel stellen. Vielleicht auch ganz gut mal zu sehen, was die KI macht. Ja. Dann starte ich jetzt einfach mal und alles weitere gibt's dann im Game. Ja. Also, wir werden gegen einen Italiener spielen. Italiener würde ich normalerweise auf Panzerabwehr gehen, aber dann, dazu kommen wir dann. Erstmal müssen wir jetzt Nachschubdepots bauen. Auf dieser Karte baue ich immer 3 Stück. Normalerweise. Das ist Standardstrategie. Dann, weil wir Amerikaner sind, in dem Fall, baue ich immer eine Kaserne am Anfang. Und zwar auf dieser Karte hat man die Möglichkeit, entweder rechts oder links das Nachschubdepot zu nehmen. Ich habe das rechts genommen, deswegen baue ich auch auf die rechte Seite eine Kaserne. Oh, sehr leichte Panzer bringt der. Baue ich mal Panzer, will ich sagen. Ja, bauen wir Panzer. Diese Nachschubdepots, da sind 220 Dollar drin. Hier kann man sehen, 225 sogar. Und in jedem dieser Nachschubtrucks sind 3 Dollar. Und ich meine, jede halbe Minute kommt da 9 Dollar also raus. Ja. Jetzt warten. Jetzt baue ich mal Shermans. Checke ich mal Shermans. Ist immer gut. Ja. Dann warte ich jetzt mal ab, bis die Kaserne gebaut ist. Außerdem verdecke ich jetzt mal meine Basis mit Tarnnetz. Jetzt kann mein Gegner nicht mehr sehen, was ich baue. Man sieht auch, die blinken dann so. Das hier rechts, also die ganze Map ist in Sektoren aufgeteilt und auf einem Sektor kann man immer eine Ruse benutzen. Es gibt verschiedene Ruses. Jetzt muss ich erstmal gerade Aufklärung machen. Meine Willis für 5 Dollar, die billigste Aufklärung, die es so gibt. Und dann check ich mal die Rangers. Ist vielleicht nicht schlecht. Also die Ruses. Es gibt Blitz. Das macht alle verbündeten Einheiten in einem Sektor um 50% schneller. Wenn eine Einheit angehittet wird, aber nicht getötet wird. Dann blinkt die und hat so ein Ausrufezeichen drüber. Dann flieht die. Dann versucht die nur noch abzuhauen. Um das zu verhindern, kann man Fanatismus aktivieren. Dann fliehen die nicht. Denn das hat den Vorteil, wenn die fliehen, schießen sie nicht mehr. Gar nicht mehr. Haben die aber Fanatismus, tun sie das nicht. Die fliehen nicht und schießen daher weiter. Oh ja, jetzt habe ich wunderschönen Grafikbug.
Ein Moment, bitte. So, tut mir leid für die Unterbrechung. Ich musste gerade die Aufnahme einmal stoppen. Habe ich leider manchmal. Grafikbugs. Ja. Dann geht's weiter mit, wenn man dafür sorgen will, dass die gegnerischen Einheiten schneller fliehen, kann man auch Terror wirken. Dann fliehen die leichter. Das ist allerdings sehr leicht zu countern, indem man selber Fanatismus wirkt. Dann gibt es Scheinbasen. Das heißt, man kann eine Scheinpanzerbasis, eine Scheinkaserne, eine Scheinartillerie- und Luftabwehrbasis und ein Scheinflugfeld bauen. Aus diesen und auch aus echten Gebäuden kann man dann Scheinoffensiven machen. Und zwar Panzer, Luft oder beides. Wenn diese dann angegriffen werden, dann lösen sie sich in Luft auf. Aber die Gegner verschwenden eben Munition. Das ist gerade beim Luftkampf gemein, weil Flugzeuge nicht unbegrenzt Munition und Treibstoff haben. Nein, Treibstoff haben sie unbegrenzt, aber nicht unbegrenzt Munition haben. Also das, was ihr hier jetzt seht, bei jedem Nachschubdepot eine Panzerschutzstellung zu bauen, ist völlig sinnfrei. Könnt ihr jetzt mal gucken? Genau. Habe ich mir doch gedacht. Gegen Infanterie ist das völlig nutzlos. Dann schick mir doch mal eine Infanterie jeweils los, um die einzunehmen. Da muss der Gegner schon mal drauf reagieren. Ja. Jetzt, während ich hier rede, kann ich nicht gut spielen. Also, wenn ich so spielen würde, würde ich haushoch verlieren, normalerweise. Aber, ich mache es jetzt einfach mal, um euch viel erklären zu können. Dann gibt es den Spion. Den kann ich ja einfach mal benutzen. Ich sehe hier jetzt gerade nicht, was das für eine Einheit ist. Dann wirke ich da jetzt Spion und zack, kann ich sehen, welche Einheit da steht. Das gilt nicht für Gebäude. Auch man kann auch seine eigenen Einheiten tarnen mit Funkstille, dann sind alle verbündeten Einheiten in diesem Gebiet getarnt. Ja. Dann, tut mir leid, gibt es noch Dekodierung. Dann sieht man alle Befehle, die der Gegner macht, ja. Alle Befehle, die er ausführt, sieht man. Mit so roten Pfeilen. Was allerdings dabei... Also ich weiß nicht, das benutzt man eigentlich fast nie, weil einem das nicht so viel bringt, weil man nicht sieht, was für Einheiten da sind. Funkstelle habe ich ja eben schon erklärt. Dann Tarnnetz, das habe ich eben ja schon benutzt auf meiner Basis und auch noch ein weiteres Mal erneuert. Man kann, damit tarne ich für den Gegner alle verbündeten Gebäude in diesem Sektor. Dann gibt es noch Dateninversion. Ihr habt vielleicht schon gesehen, dass es so kleine Knubbel und so dicke Knubbel gibt. Und es gibt, die dicken sind schwere Einheiten, also gepanzerte Einheiten, und das andere sind leichte Einheiten, ungepanzerte Einheiten, wie zum Beispiel Infanterie oder auch, man hat eben Panzerabwehrgeschütze gesehen, jetzt versucht er hier mit Karo M11 und Karo Veloce gegen meine Shermans zu kämpfen. Also das ist natürlich zum Scheitern verurteilt, das sind leichte Panzer und ich habe optimierte mittlere Panzer. Ihr seht schon, da passiert nicht viel. Jetzt habt ihr kurz das Ausrufezeichen sehen können. Da ist die Einheit kurz geflohen. Das, was ich hier gerade gebaut habe, sind Verwaltungsgebäude.
Das ist eine Einnahmequelle, die bringen alle 4 Sekunden 1 Dollar. Am Anfang sind die Nachschubdepots viel effektiver. Die kann man allerdings nur auf diesen Positionen bauen, die habt ihr vielleicht am Anfang gesehen. Die können, so, in die Stadt. Und ihr könnt da eben dann, da kommen dann eben diese Nachschubtrucks raus, diese kleinen hier. Und die bringen dann, wenn sie da ankommen, 3 Dollar. Man kann auch noch Unterhauptquartiere bauen. Die bringen dann, es ist quasi ein weiteres Hauptquartier, hat dieselbe Funktion, aber es ist weniger stabil. So, jetzt war ich gerade einen Moment etwas ruhig. Jetzt baue ich meine Artillerie- und Luftabwehrbasis dahin. Bauen wir sie ein bisschen weiter hinten, dann ist das noch in diesem Sektor drin. Dann kann ich die wieder verdecken. Aha. Au, 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 das tut weh, das tut. Und Bazooka. So, und schnell weg. Da sind Panzerabwehrgeschütze im Wald. Die kann ganz schön wehtun. Die fliehen gerade. Panzerabwehrgeschütz kommt hinterher. Sobald die hier nicht mehr fliehen, kann ich mit denen draufgehen. Weil die können nichts gegen Infanterie ausrichten. So, jetzt, ja. Dann, was kann man noch erklären? Die Counter. Man muss immer versuchen, dass man die richtigen Einheiten, die aktuell richtigen Einheiten auf dem Feld hat. Zum Beispiel, der Gegner bringt jetzt gerade Panzer. Dann muss ich auf Panzer oder Panzerabwehr gehen. Ich könnte natürlich auch auf Luft gehen und dann Jagdbomber bauen. Die sind gut gegen Panzer hauptsächlich, aber auch gegen andere Sachen. So, jetzt gehe ich mal mit der Infanterie daran. Ich will die jetzt endlich mal weg haben. Eine Ranger-Einheit geht mal da weiter. Dann gucken wir doch mal. Die geht mal bitte, die gehen mal bitte da. So, die gehen jetzt mal schön in die Ecke. Ich brauche noch ein Nachschubdepot. Eigentlich, ich übertreibe gerade etwas. Jeder, der ein bisschen Ahnung vom Spiel hat, wird mich für verrückt erklären. Aber ich will euch einfach nur zeigen, wie das Spiel funktioniert. Man sieht auch schon, es gibt ein Zeitlimit. Ich habe es auf 1/2 Stunde gestellt. Warum? Tja, keine Ahnung. Oh, jetzt bringt der schwere Panzer. Jetzt muss ich was dagegen tun. Jetzt hätte ich mal die Pershings. Wobei, wenn das nur einer ist, ein schwerer Panzer, dann können meine Scheinungs da doch noch was tun. Aber nur, wenn da kein Panzerabwehrgeschütz ist. Und das ist da. Okay. Dann. So, ich habe den jetzt mit der Infanterie zerstört. Ja, das geht. Infanterie ist sehr effektiv gegen Gebäude, gegen Panzer meine ich, wenn sie rankommen. Also wenn sie wirklich es schaffen, dicht genug ranzukommen, dann können sie durchaus was gegen die tun. Und wenn sie aus dem Wald noch rausschießen, ohne dass der Gegner sie sieht, dann kriegen sie noch einen Überraschungsangriff.
So. So, jetzt habe ich wieder zwei schwere Panzer zerstört. Oh, oh, da muss ich weg, da muss ich weg. Schnell. Oh, jetzt habe ich hier die Panzer vergessen. Gut, man muss, ich tag jetzt super schwere Panzer. Und ihr seht, wie ich hier einen Panzer nach dem anderen wegräume. Ich rück da jetzt mal rein und guck mal, was ich machen kann. Hier habe ich jetzt einiges verloren. Schicke ich mal wieder ein bisschen Infanterie los. Auch so viel Geld zu horten ist nicht gut. Ich baue jetzt noch eine weitere Panzerbasis und noch eine. Und weil ich es kann, noch eine. Für jede Basis. Und jede Basis hat eine gewisse Ausbildungsdauer für eine Einheit. Ist diese Einheit, ist diese Geschwindigkeit erreicht? Also, nee, Quatsch. Habe ich eine Panzerbasis, wird es mit einer bestimmten Geschwindigkeit ausgebildet. Habe ich doppelt so viel, habe ich doppelt so viel, oh, die haben Aufklärung, gut. Habe ich zwei Panzerbasen, wird es doppelt so schnell ausgebildet. Bei dreien, drei. Bei vieren, vier. Und so weiter, und so fort. Dann, wichtig ist natürlich wie in jedem Echtzeitstrategiespiel, wann die Entscheidung, wann baue ich Wirtschaft, wann baue ich Einheiten. Einheiten bauen ist, tut man dann, wenn man sie braucht, nicht sonst. Man sieht auch schon, das sind optimierte Monsterpanzer, also so das Schwerste, was die Amis zu bieten haben. Ich merke gerade, dass mein Aufklärer hier nicht gut steht. So, ziehe ich die nochmal zurück. Und ich schicke nochmal ein bisschen Infanterie los. Dahin. Hat sich alles ganz gut erwiesen. Und ansonsten, ich habe hier eben schon Artillerie getaggt, und zwar Panzerartillerie. Die muss ich jetzt natürlich irgendwie nutzen. Sonst macht das keinen Sinn. Und dann kann ich euch ja vielleicht mal die eine oder andere Ruse zeigen. Ich kann ja mal ein Scheinflugfeld bauen. Dann sieht man jetzt gleich. Hier, da wird hier ein Flugfeld gebaut. Sieht aus wie normales. Versucht eine gegnerische Einheit, diese einzunehmen. Dann ist das quasi eine Bombe. Das Flugfeld, in dem Flugfeld sind dann Bomben. Und die versuchen dann eben die und die gehen dann eben hoch. Ganz wichtig ist Aufklärung. Denn man sieht schon, im Wald, hat man ihn gesehen, habe ich Überfallangriff bekommen. Das ist so ungefähr das Schlimmste, was einem passieren kann gegen Infanterie, weil das einfach mega stark ist. Die meisten Panzer sind dann One-Hit. Und ich kann ja mal ein Flugfeld bauen. Nee, ich habe ein Scheinflugfeld gebaut. So, dann zeige ich euch jetzt erstmal, dass man daraus Flugzeuge machen kann. Scheinflugangriff, und jetzt kommen hier aus dem Scheinflugfeld Scheinflieger raus. So, jetzt wo ich gerade Zeit habe, oh, er hat ein Flugfeld gebaut. Das können wir nicht zulassen. Ich komme jetzt mit meiner M40 Panzerartillerie und bomb ihm das alles weg. So, die haben ihren Job erledigt und rücken weiter vor. Die Infanterie zerstört das mal. Jetzt sieht man hier, kommen Scheinflieger. Und die sehen für den Gegner genauso aus wie echte.
Wer ein bisschen Erfahrung hat, kann die allerdings erkennen. Weil immer eine bestimmte Anzahl an Flugzeugen rauskommen, wenn man das aktiviert. Es ist immer fast dieselbe. Und jetzt troll ich mal ein bisschen und baue einfach nur ganz viel Artillerie. Und bombt da alles in Grund und Boden. So. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich kann das ja mal mit einem Blitz etwas beschleunigen. Und warte dann einfach mal ab. Ich könnte jetzt mit denen durchrushen. Und ich glaube, das tue ich jetzt auch mal. Dann haue ich mir da noch, cause I can, einen Spion drauf. So, man sieht jetzt schon, die Panzerabwehrgeschütz hat keine Chance, weil es eben keine Aufklärung hat und dadurch seinen Reichweitenvorsprung oder Vorteil im Vergleich zu Panzern nicht ausspielen kann. So. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, aber man hat auch gesehen, dass ich Nachschubdepots eingenommen habe mit Infanterie. Das heißt, mit Infanterie kann man Sachen einnehmen, also Gebäude einnehmen, statt sie zu zerstören. Ausnahmen sind Bunker. Bunker kann man nur vernichten. So, jetzt hat der Gegner keine Basen mehr hier irgendwo rumstehen. Das bedeutet, genau, jetzt waren alle Einheiten sichtbar und jetzt ist es vorbei. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen und es war nicht allzu langweilig. Ich hoffe, dass ich mit der Zeit ein wenig aufhöre, mit so ein bisschen zu stottern. Aber das renkt sich noch ein irgendwie. Da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen, vor allem gleichzeitig zu spielen und zu kommentieren. Das ist so die Königsdisziplin des Schlachtkommentars. Also so ein Replay zeigen und dann kluge Sachen dazu sagen, das kann ja jeder. Selber spielen, sich auf das Spiel zu konzentrieren und aufs Reden, das ist nicht einfach. Was ich so an diesem Spiel mag, ist immer diese Entscheidung, was baut der Gegner und was könnte ich dagegen bringen? Und auch, womit könnte ich den Gegner vielleicht überraschen? Denn Überraschung ist ganz wichtig. Man gewinnt die meisten Spiele durch Bluffs und sei es nur, indem man mehr Wirtschaft baut. Und eben das aber versteckt mit Tarnnetzen. Wegen Bluffs ist Aufklärung das A und O in diesem Spiel. Ich kann keinen verstehen, der ohne Aufklärung spielt. Man kann so nicht gewinnen. Das geht nicht. Zumindest nicht gegen Spieler, die halbwegs was vom Spiel verstehen. Ich behaupte nicht, dass ich der beste Spieler bin, den es so gibt. Das stimmt auf gar keinen Fall. Aber ich denke, ich habe schon ein bisschen Ahnung, zumindest ein kleines bisschen Ahnung von diesem Spiel, sodass ich dann ein bisschen was euch wenigstens erzählen kann. Ich hoffe, ihr habt was gelernt oder hattet wenigstens etwas Spaß daran, wie ich versucht habe, mir hier einen abzubrechen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Euer Matome.